Moin von der Insel, herzlich willkommen auf der Regeninsel Gran Canaria. Hallo und moin, ich habe gar nicht mitbekommen, dass du die Kamera anhast. Nicht? Nee. Hallo von der Insel. Aber da ist sie doch. Ja, hab das alles nicht mitbekommen. Die ist so klein, dass man die gar nicht sehen kann. Wir haben 20,5 Grad, es ist 12.40 Uhr und ich bin sowas von ätzend erkältet und hat dadurch schlechte Laune und lass jetzt Stefan mal ein bisschen labern. Mir geht's ähnlich. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, du hast den Scheibenwischer aber schon betätigt, nämlich wir haben Regen. Oh, es hat richtig geregnet. Jetzt seht ihr blauen Himmel und alles ist super. Aber eben hast du eine Schütte gegeben. Komm, es hat Freitag geregnet, gestern, es hat Samstag geregnet, vorgestern. Es regnet heute und es soll heute noch richtig Wasser von oben kommen. Also. Ja, aber es ist doch nicht normal. Nein, das ist komisch, aber ich freue mich natürlich für die Insel, muss ich auch wirklich sagen. Wir haben März und wenn man in Deutschland so einen März hätte, dann würde man sagen, wow, was für ein toller März. Ja. Und wir sagen, wow, was für ein kalter März. Wir hatten gestern 17 Grad, wir waren gestern auf einer Veranstaltung, wo live gesungen wurde und wir haben Gott sei Dank unter einer Markise gesessen und viele andere unter großen Schirmen. Ja, und es hat eigentlich fast durchgängig geregnet und wir hatten Jacken mit und das war gut, ne? 17 Grad ja. War echt nicht so angenehm. Und das Wetter liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, was wir für die Insel für den Moment mal ganz toll finden. Meinetwegen kann es mal eine Woche durchregnen, würde ich sehr schön für die Natur finden, empfinden. Für die, die eine Woche Urlaub auf Gran Canaria machen wollen, um dem Winter in Deutschland oder wo auch immer zu entfliehen, die haben natürlich die A-Karte. Ja. Aber das war irgendwie ein ganz großer Zufall. Vor einigen Tagen gab es die Meldung, dass einige der Stauseen hier auf Gran Canaria nur noch maximal 6% der Kapazität im Stausee haben. Ja. Also 6% der verfügbaren Wassermasse ist noch drin und der Rest ist bereits raus. Und ja, dann hat man hier darüber diskutiert, ob das auch so weit kommen wird wie auf Teneriffa. Da hat man den Wassernotstand ausgerufen. Und der Präsident der Insel, Herr Morales, so heißt er, der hat aber auch sofort reagiert und gesagt, braucht keine Sorgen machen hier auf Gran Canaria. Wir haben die Meerwasserentsalzungsanlagen und die reichen für die Versorgung. Was allerdings ein Problem sein könnte, ist die Versorgung mit Wasser in der Landwirtschaft. Da könnte es wohl durchaus knapp werden. Aber Kann aber nicht sein, wenn man immer noch in der Lage ist, einen Golfplatz zu bewässern. Das werde ich nie verstehen. Naja, okay. Geht immer um die Kohle. Aber wie auch immer, wir haben wohl nicht so dramatische Folgen des Wassermangels wie auf Teneriffa, wo tatsächlich genau. Der Notstand ausgerufen wurde. Was das genau bedeutet, weiß ich eigentlich auch gar nicht, ob das mittlerweile dort rationiert worden ist. Aber auch da hat es jetzt ja geregnet. Aber die Wetterkapriolen, und das müssen wir mal so in die Kamera sagen, das gibt es eigentlich gar nicht. Die Wetterkapriolen, die gehen sogar so weit, dass wir Schnee haben. Hier auf der Insel. Und zwar ja, vielleicht 40 Kilometer von hier, also gar nicht mal ganz oben auf dem Berg, sondern in Galdar. Da hast du was im Internet gesehen, ne? Da hat es Schnee gegeben, natürlich nicht in Unmengen. Ne? Aber trotz alledem war es leicht weiß an einigen Ecken und das ist schon sehr erstaunlich natürlich für die Kanaren und für Gran Canaria sowieso. Aber ihr seht auch, die haben ein Sweatshirt an. Ich meine, ich habe, glaube ich, in den 5 Jahren, die wir hier auf Gran Canaria viel Zeit verbringen, nie im März überhaupt am Tag. Ich habe noch nie ein Sweatshirt angehabt. Nee, eigentlich ist März schon wirklich immer ein ganz tolles Wetter. Ihr hört das, hier ist der Live-Beweis dafür. Aber okay. Also im März haben wir bisher eigentlich immer super Wetter gehabt. Das hat es für uns noch nicht gegeben. Aber Leute, die schon länger hier auf der Insel sind, für die ist es vielleicht auch normal, dass man hin und wieder mal solche Kapriolen erlebt. Für uns ist es neu. Ja, wir sind jetzt Richtung Meloneras unterwegs. Das ist ja hier der bekannte Weg direkt zum Leuchtturm. Man fährt dann auch an dem schlechtesten Seefahrer der Welt vorbei, an Christopher Columbus. Sind wir schon dran vorbei? Sind wir vorbei. Der zeigt ja da an diesem Denkmal, das da auf der Straße steht, zeigt er ja in die richtige Richtung. In Wirklichkeit ist er in die falsche gefahren, ne? So sieht's aus.
Also insofern seine seefahrerischen Fähigkeiten würde ich mal als sehr übersichtlich beschreiben wollen. Ja, und man glaubt es nicht, wenn man jetzt so in die Berge guckt hier. Eigentlich sieht alles super aus. Das kann aber sich ja so schnell hier verändern, Schatz, das weißt du. Aber jetzt sieht es super aus. Es ist nicht zu glauben, dass das ja von der Stunde richtig heftig geregnet hat. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir ja vor 1-2 Jahren schon einmal so heftige Regenfälle hatten, als wir nicht auf der Insel waren. September war das, ne? Ja, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir ja zurückgekommen hierher und die Insel war auf einmal grün. Weißt du das noch? Ja, es war super grün hier. So haben wir die Insel noch nie gesehen. Nee, es war wirklich schön anzusehen. Also insofern kann man hoffen, dass das auch jetzt noch die Tage wieder regnet. Was will der eigentlich auf meinem Parkplatz? Der, ne? Mhm. Unverschämt. Sauerei. Erstens ist hier gelb und zweitens ist das unser Parkplatz. Und eigentlich müsste das eine Frau sein, die so dusselig fährt, ist aber ein Typ. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Nee, ich habe das auch nicht gehört. Habe ich nicht gesagt. Oh, hau. Es ist ja auch, heutzutage ist es ja total gefährlich, ne? Selbst wenn du den abgeschwächten Begriff des Schaumkusses, so heißt er, glaube ich, der abgeschwächte Begriff ist ja Mohrenkopf. Das darf man ja, glaube ich, auch nicht sagen, ne? Mohrenkopf. Du meinst Negerküsse? Das ist ja sowieso nicht, das ist ja die härteste Form der Beschreibung des Schaumkusses. Unglaublich, ne? Aber selbst Mohrenkopf ist nicht möglich. So, und dann Zigeunerschnitzel geht ja auch gar nicht. Jäger geht? Das ist jetzt die Frage. Man will ja diese ganze Diskussion, es geht ja in die Zielrichtung, man will Menschen ja vor Diskriminierung bewahren. Also Zigeuner sollen vor Diskriminierung bewahrt werden. Aber warum um Himmels Willen Jäger nicht? Oder Wiener werden auch nicht geschützt. Man darf völlig ungeschützt Wiener Schnitzel sagen. Oder auch Jägerschnitzel darf man sagen. Wer weiß, wie lange noch, oder? Vielleicht darf man demnächst nur noch Schnitzel sagen. Vielleicht auch nicht mehr Schnitzel. Das ist spannend, wie lange man noch Schwarzwälder Kirschtorte sagen darf. Schwarzwälder Kirschtorte? Oh, könnte man auch schon ins Gefängnis kommen vielleicht. Ja. Naja, also die Welt ist schon teilweise manchmal sehr verrückt. Ich finde das ja gut, dass Gesellschaften sich weiterentwickeln. Aber momentan habe ich den Eindruck, noch fest kommt ab. Also wenn du eine Schraube einfach zu fest drehst, dann ist die kaputt. Dann kannst du die nicht mehr gebrauchen. Und die ganzen Regelungen, die hier getroffen werden, speziell auch was Gendersprache angeht und diese ganzen neuen Begriffe, die Diskriminierung verhindern sollen, da denke ich, da sind wir schon über den Punkt hinaus. Die Schraube ist bald ab. So, das ist hier ein beliebtes Spielchen, Warten auf Parkplätze. Da habe ich keinen Bock drauf, mich da hinten auch noch anzustellen. Hier stehen dann meistens 2-3 Autos, wenn einer raus will. Und ich weiß nicht, wie das Ganze endet gleich. Ist auch egal, wir haben hier keinen Parkplatz und gut ist. Wir haben neulich ganz großes Glück gehabt und haben tatsächlich hier unten einen Parkplatz gefunden. Den möchte man eigentlich gar nicht nie wieder aufgeben. Ja, genau. Man macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Es sind natürlich heute aufgrund des Wetters, man meint ja, es ist heute kein Strandwetter, im Moment sieht es ja doch schon wieder so aus, sind die Leute natürlich alle in jeglichen Geschäften und Gastronomie und Cafés und wie auch immer unterwegs. Und dadurch ist das Parkaufkommen hier riesig. Ich gucke auch gerade mal. Das ist eine tolle Autofarbe, finde ich. Das Grün hier? Ich liebe ja Grün, wie du weißt. Dieses und das Grün finde ich mega. Na, das ist nicht find mein Grün. Finde ich mega, würde ich kaufen. Das ist nicht mein Grün. Muss es ja auch nicht. Ich will auch kein grünes Auto. Muss es auch nicht. Nee, ne? Nee. Aber nochmal lasse ich dich die Autofarbe auch nicht alleine aussuchen. Wieso, du findest diese Farbe doch auch gut? Ganz gut. Steingrau. Ganz gut. Steingrau, kann man das sehen? Ja. Dreckgrau. Ja, im Moment ist Dreckgrau. Hier, Windschutzscheiben, Dreckgrau. Das Grün sieht toll aus. Naja, Gott sei Dank entscheiden wir das ja immer noch gemeinsam. Und wir brauchen im Moment ja auch gar kein neues Auto. Auf gar keinen Fall. Obwohl, ich würde du ja gerne... Du sprichst aber mal von, das geht gar nicht los. Nee, ne? Gott sei Dank entscheiden wir das gemeinsam. Ja.
Wir sind im Herzen von Maspalomas. Hier auf der linken Seite haben wir wohl das teuerste Hotel. Das, wie heißt denn das noch? Also, das Residential. Genau, Residential. Grand Residential. Ja, so. Also ist, glaube ich, so das teuerste Hotel hier. Sagt man. Wir haben auch keine Ahnung von solchen Hotels, weil es ist natürlich... Da steigen wir nicht ab. Was ist denn das hier? Der hat dir die Vorfahrt genommen. Und wenn der jetzt einen Parkplatz kriegt, ne? Dann... Ich kann aber links seitwärts sowieso nicht einpacken. Ich kann nur rechts seitwärts einpacken. Ja. Also kann er den auch haben. Also was wollte ich sagen? Dieses teuerste Hotel, da heißt es immer, da ist auch schon der und der und der abgestiegen. Wobei ich nicht mehr weiß, wer das war. Also irgendwelche Berühmtheiten. Bestimmt. Ich glaube auch sehr, sehr bekannte, hochrangige Politiker. Ich weiß nicht, war das Obama vielleicht sogar? Oder Helmut Kohl? Ich keine Ahnung. Schmidt bestimmt. Helmut Schmidt? Bestimmt. Der steigt doch nicht in, der ist doch nicht in solchen Läden abgestiegen. Der hat in Langenhorn in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Neben Rheinhaus, glaube ich. Ja. Ja, Schmidt, das war noch einer. Von uns. Temperaturen steigen mittlerweile auf sagenhafte 21,5 Grad. So, hier kann man Wasser sehen. Da, Leute, da. Ja. Es hat tatsächlich geregnet. Bretterst du mal durch die Pfütze durch? Das macht das Auto jetzt nicht sauberer, ne? Nein, aber wir können ja mal ein Action-Video machen. Können die hier einfach so losfahren? Das weiß man nicht so genau. So. Oh, shit. Machen wir die Scheibe runter. Und jetzt Action. Action. So. Wie soll das denn gehen? Das ist Action. Wie soll das gehen mit Action hier? Ja, mit Action eben. Wir fahren mal durch da. Wow. Und hört ihr das? Wow. Ich gehe mal schnell wieder rein. So. Das war mal ein Action-Video, oder? Das war ein richtiges Action-Video, ja. Mit Stunt, ne, ohne Stuntman sogar. Alles selber gemacht. Das ist unser erstes Action-Video eigentlich. Mhm. Weißt du das eigentlich? Ich habe auch schon, ja, ich weiß genau, wie das Video heißen wird. Action-Video in Milloneras. Die Leute sind hier in Sommerklamotten unterwegs und wir haben lang an. Ja, das ist aber auch bescheuert, was wir anhaben. Wart mal ab, in einer Stunde. Da werden die alle nass, weil da gibt es die nächste Schütte. Wir haben heute Abend Besuch. Passend zum Wetter gibt es ein Abendmahl. Ein Abendmahl, Quatsch. Ein Abendessen. Es gibt ein Sonntagsessen. Es gibt Sonntagsessen, Festtagsessen und passend zum Wetteressen. Ja, das kann man auch zu Weihnachten und zu Ostern essen und bei nicht so ganz gutem Wetter. Es gibt Rouladen mit Rotkohl. Komm, das muss er nochmal sagen. Wieso muss ich das nochmal sagen? Oder so, das ist ja hier. Es gibt Rouladen mit Rotkohl. Klassisch. Wir haben gestern Rouladen eingekauft, die unglaublich gut aussahen. Ich kaufe Rouladen ja immer beim Hyperdino. Das ist eine Bedienungsabteilung in der Fleischerei. Schlachterei, sagt man ja in Norddeutschland. Und der hat mir ganz tolle Rouladen abgeschnitten. Das ist auch nicht wie in Deutschland, dass da alles immer vorgeschnitten liegt. Nein, hier wird alles, ob es Gulasch ist, ob es der Braten an sich ist, ob es die Roulade ist, hier wird alles frisch abgeschnitten. Ich liebe diesen Schlachter und der Schlachter sieht gut aus und ist super nett. Ja, der ist aber nichts für deine... Das weißt du doch nicht. Doch, der ist andersrum. Das weißt du doch nicht? Doch, 100 Pro. Ach, Quatsch, glaube ich nicht. Na. Es gibt auch Heteromänner hier. Ja, ganz wenige aber nur. So, aber der Hammer war, der ist wirklich total nett und ich muss zugeben, der sieht wirklich gut aus. Und er tut immer so, als wenn er uns kennt, das finde ich der. Ja. Und wir sind selten da. So, aber er fing an und hat sich so ein Stück Fleisch zurechtgelegt und fing an, daran rumzuschneiden. Hat das, glaube ich, man nennt das, glaube ich, parieren. Ja, ne? Er fing an. Und dann fing er an und hat auch schon die erste Scheibe abgeschnitten und hat dann da rumgemacht. Es war so ein Riesenklopper. Ich sag mal, 10 Kilo hatte das Stück bestimmt. Ja.
So, aber dann hat er für sich entschieden, nee, nein, das ist nicht gut. Dann hat er das eingewickelt, hat das weggelegt. Hat das wirklich komplett aus dem Verkauf genommen? Komplett. Mhm. Ein Riesenstück. Hat ihm nicht gefallen. Und so schlecht sah das jetzt nicht aus. Doch. Ja, aber man hätte ja noch weiter parieren können. Ich habe gleich gedacht, das gefällt mir nicht so ganz gut, das Stück. Auf jeden Fall hat er ein neues Stück genommen. Hat 10 großartige Wahnsinn. Riesenrouladen daraus geschnitten, die ich heute Vormittag alle vorbereitet habe. Das ist auch echt ein Aufwand gewesen. Ich habe erst gedacht, das ist alles gar nicht so viel Arbeit, aber doch ist es dann schon. Und die sind alle angebraten und das Ganze, ich habe Röstgemüse dazu getan und die mit Brühe habe ich das Ganze aufgegossen, mit einer Fleischbrühe. Und jetzt steht es da und geht nachher in den Ofen zum Schmoren. Und ich habe diesmal, was ich sonst nie mache, aber das ist ja wohl doch der Klassiker für die allermeisten Menschen, ich habe wirklich Gurke damit hineingetan. Wir mögen eigentlich Rouladen nur mit Speck und Zwiebeln. Ja. Jetzt habe ich die Gurke genommen. Mein Gott, so viel Geschmack macht die jetzt auch nicht aus. Man kann sie auch weglassen. Ja, und ich denke, unsere Gäste werden es mir danken. Ich gehe mal hundertprozentig davon aus. Wenn nicht, brauchen sie nie wiederkommen. Genau. So, und jetzt habe ich ja, ich habe ganz bewusst jetzt mal meinen Sappel gehalten, weil das war ja wie ein Rezept. Das kann ich jetzt ja jederzeit wieder mir anhören. Zum Beispiel, wenn du demnächst in Deutschland bist und ich ganz alleine in der Küche. Das darfst du jetzt aber nicht erzählen, weil sollten die Kinder das Video ganz allein sehen, in der Küche. Ja, das ist denn ja, die wissen ja nicht, dass ich komme. Das ist eine Überraschung. Das und du allein in der Küche und Rouladen mache. Ich habe schon so viele Rouladen heute gewickelt, dass da noch welche eingefroren fertig sind. Heute Abend wird davon wahrscheinlich nichts mehr überbleiben. 10 Riesenrouladen für 4 Personen. Das kann man schaffen. Das schafft nicht mal unsere Jungs. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe die Küche dann für mich ganz allein. Ist ja verbotenes Land. Für mich ist das verbotenes Land. Ja. Aber demnächst muss ich ja. Muss ich für meine Ankunft schon mal eine Putzfrau organisieren? Nein. Vielleicht überlege ich mir auch noch mal ein anderes Konzept und gehe jeden Tag in die Tunte. So, das passt zu dir. Kann sein. Also wer das noch nicht weiß, Tunte ist nichts Anstößiges oder Unanständiges. Das ist ein China-Restaurant. Soll ich euch mal was sagen? Mittlerweile haben wir überhaupt, man darf das eigentlich auch wirklich gar nicht erzählen. Mittlerweile haben wir beim Mercadona nicht nur die köstlichen Brathähnchen ja für uns entdeckt. Ich stehe auch total auf die Burger, die es da gibt. Die sind sehr gut, die Burger. Die sind super. Ja. Da ist mehr Fleisch als Brötchen drin. Ja. Bei McDonald's ist das, glaube ich, andersrum. Ja, super, super heiß sind die immer aus diesem Tresen. Und da ist auch nicht viel drauf. Da ist eine Scheibe Käse drauf, da ist dieser Burger Patty. Aber sonderbar. Richtig viel Fleisch. Und dann ist da ein bisschen, ist da Gurke drauf? Nee, gar nichts. Ein bisschen Ketchup. Eine Scheibe Tomate ist da drauf. Und es schmeckt trotzdem richtig lecker. Und jetzt habe ich gerade wirklich Hunger. Und denn gerade so ein Mist heute Sonntag und Mercadona zu. Mercadona. Ja. Oder so. Hat aber trotzdem wirst zu. Du wohl warten. So. Und wir fahren jetzt ja in Hyperdino. Was wollen wir da eigentlich? Wir haben doch alles. Ich brauche noch ein Aperitif. Ein Aperitif? Mhm. Haben wir doch auch. Nee, nichts Gutes. Okay. In welche Richtung wird sich das entwickeln, der Aperitif? Zumeist ist das ja bei uns ist es ja zumeist ein Cremant, weil wir den wirklich sehr gerne mögen. Ja. Von Gordon New ist das, glaube ich, New, oder wie heißt die Firma? Eine Sekt-Cava, spanische Kellerei. Also ein spanischer Sekt, glaube ich. Und die machen eben nicht nur Sekt, sondern auch ein super Cremant, den wir lieben. Und was für mich immer ganz wichtig ist, wenn ich so etwas trinke, der muss vor dem Trinken unbedingt nochmal mindestens 40 Minuten in den Tiefkühler. Ja. Das muss eisekalt sein, das Zeug, und dann finde ich das super. Und Cremant, wer das nicht kennt, das hört sich jetzt ja irgendwie so ein bisschen an wie, das scheint eine Nobel-Prickelbrause zu sein. Ist es ja eigentlich auch. Es ist ja ein Sekt, der nach Champagnerart gekeltert wurde, ja, glaube ich. Aber ne? Der kostet 1 Euro oder 2 mehr als eine Flasche Sekt und immer noch 30 Euro weniger als eine Flasche Champagner. Ja, der Cremant, den wir lieben, der kostet hier 7 Euro
Und ich finde den besser. Das ist super, besser als alles andere. Mött oder Wöftliko. Ja. So, jetzt, ach, das müssen wir nochmal zeigen. Ich habe es ja schon mal gezeigt. Oh, soll ich da noch hinfahren? Ja, natürlich. Das ist doch hier, das ist doch eine Nachricht wert, dass eine Sondersendung wird. Nuevo! Ich war ja schon tatsächlich hier vor Ort und habe hier vor Ort live berichtet von dem Vorhaben, das hier stattfinden soll. Und wenn diese Firma etwas vorhat, dann wird nicht nur geredet, sondern dann wird gemacht. Nämlich Aldi kommt. Das ist zwar Aldi Nord, glaubt man gar nicht, mit der südlichsten Filiale Europas wird hier in wenigen Tagen ein Aldi stehen. Naja, ein paar Monate wird schon noch dauern. Ja, aber es ist Aldi Nord, muss man sagen, fairerweise. Wieso weißt du das? An dem Logo? Ja, an dem Logo, und ich habe es auch gelesen. Das Aldi Süd-Logo sieht ein bisschen anders aus, ne? Ja, das Aldi Süd-Logo hat noch eine dritte Farbe, ich glaube Orange im Logo. Und das ist definitiv Aldi Nord. Irgendwie auch komisch, ne? Südlichster Aldi in ganz Europa. Wirklich südlicher geht's nicht mehr. Ja, lustig. Sogar schon fast. Ja, das ist komisch, ne? Aber wir freuen uns total und wir sind sehr gespannt, ob die Produktpalette angepasst wird, weil es gibt Aldi ja schon hier. Allerdings nicht hier unten im Süden. In Millenara. Und da gefällt uns Aldi nicht so gut wie Lidl, muss ich wirklich dazu sagen. Erstmal ist es teurer. Ja, und die Produktpalette gefällt uns nicht ganz so gut. Ne? Nee, wir mögen es ja. Dann erwarten wir es tatsächlich auch ein bisschen eingedeutscht. Und das schafft Lidl jedes Jahr mehr, weil immer neue Produkte vom deutschen Lidl hier auch auftauchen, was für viele ja ganz, ganz wichtig ist. Für mich jetzt nicht so, obwohl manchmal finde ich es auch ganz schön. Und das hat Aldi eben noch gar nicht. Und ich mache das immer daran fest, dass Aldi noch keine Leberwurst hat. Oh. Das finde ich bedenklich. Schlimm. Ja. Ich probiere mich dann auch in der Küche mal nach Leberwurst. Also Leberwurst kann man ja auch selber machen. Ne? Da braucht man Wurst und Leber. Ne? Und ein paar Gewürze. Da mache ich mal was draus. Bestimmt. So, wir sind angekommen in El Tablero. Hier ist das Einkaufszentrum El Tablero. Centro Comercial. Hier ist auch der Hyperdino mit seiner Filiale. Und da gehen wir gleich mal rein. Aber bevor wir das tun, sagen wir wahrscheinlich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hasta luego. Habt einen schönen Sonntag. Genießt das kommende Osterfest. Wir werden es auch tun. Auf Fuerteventura. Adios. Ciao.